Hi Leute, was geht? Naruto Element hier und ich habe ein neues Intro, also ich habe ein Intro, ich habe es jetzt ganz gehabt. Es ist noch in der Testphase, also es ist noch nicht das Endprodukt, aber ihr habt es schon gesehen, es schaut nicht so toll aus, aber ja. Und heute über ein Thema, was bei Call of Duty jedes Jahr ist, weil ein neues Spiel rauskommt und viele Leute haten das Spiel, weil viele sagen, es ist immer das Gleiche. Ja, bei Spieletipps hat es eine Bewertung von Spieletipps, glaube ich, bei 90 oder 80. Und von den Spielern, also von den Forenmitgliedern und so, ist es am Anfang sogar nur mit 60 Punkten von 100 bewertet worden und jetzt hat schon 70, ja. Und warum das so ist, verstehe ich nicht, aber viele Leute meinen, es ist immer das Gleiche. Ja, ich meine, es ist eine Fortsetzung von Call of Duty. Es ist noch immer Call of Duty. Und Battlefield gibt es jetzt, glaube ich, 14 Teile. 11. Gibt es überhaupt so viele Teile? Keine Ahnung. Aber es gibt von Battlefield auch so viele Teile und da wird nicht gehatet, obwohl es irgendwie immer ein Shooter ist. Und für mich ist das auch das gleiche wie Battlefield. Es sind immer nur neue Waffen, neue Maps, größere Maps immer halt wie bei Call of Duty, neue Fahrzeuge und so ein Zeug und Multiplayer verbessert worden. Aber ist bei Call of Duty auch. Call of Duty spielt jetzt sogar in der Zukunft. Sagen trotzdem noch viele Leute, es ist das gleiche. Aber es ist schon irgendwas das gleiche, weil es ein Ego-Shooter ist und es werden immer Waffen dabei sein und so weiter. Bei Crysis, ich meine, Crysis 3 wird ja jetzt kein Third-Person-Shooter und ich glaube, da wird es vielleicht nur ein paar Leute geben, die sagen, es ist das gleiche, aber irgendwie wird nur Call of Duty gehatet, weil es immer das gleiche ist. Und bei Pokémon ist auch immer das gleiche. Außer es kommen ein paar Sachen dazu. Aber bei Call of Duty, finde ich, kommen sogar mehr Sachen dazu als bei Battlefield. Immer bei Battlefield bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber sagen wir mal, bei Call of Duty sind immer Sachen, auf die man neu sind, neue Waffen. Neuer Klasseneditor, neue Killstreaks, neue Maps, habe ich schon gesagt. Keine Ahnung, Multiplayer-Modus wird aktualisiert. So, aktualisiert halt. Singleplayer kann man nicht dazu nehmen, aber Zombies und solche Sachen kommen halt immer dazu, also ist irgendwie was Neues. Und ich finde eigentlich, dass es immer ziemlich abwechslungsreich ist, aber irgendwann wird Call of Duty halt fad. Ich finde es jetzt auch langsam fad. Und ja, was will ich mal sagen, ich finde, man soll es nicht haten, deswegen, weil es immer das Gleiche ist. Mein, man sollte ein Spiel so bewerten, wie das Spiel ist und nicht, wie die ganze Reihe ist. Ja, das war's eigentlich und ich werde vielleicht irgendwann morgen oder heute nicht mehr, aber morgen oder übermorgen ein Channel-Update rausbringen, was ich so plant für 2013, dieses Jahr, also es ist schon 2013. Die Welt ist nicht untergegangen, ein bisschen spät, dass die Welt nicht untergegangen ist, draufgekommen sind, aber ist egal. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, liken und schreibt in die Kommentare, wie ihr das neue Intro findet oder immer irgendwelche Verbesserungsdinger. Es ist mit Sony Vegas gemacht, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder sowas. Danke fürs Zusehen, ja, tschüss.